Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir reagieren heute, Leute, auf ein Video. Ich bin geschockt. Es geht um Tanja und Julienko. Die beiden haben sich angeblich getrennt. Ich sage jetzt angeblich, weil vertraut niemanden auf dieser Welt. Wirklich. Hatten die nicht schon mal so eine Phase, wo die alles aufgenommen haben und Leute dachten, die seien getrennt oder so? Ja, das hatten die. Das war eine Promophase. Ja, die hatten schon so einige Moves. Deswegen, ob man denen direkt glaubt, ne, muss man ja schauen. Aber jetzt scheint es wirklich ernst zu sein. Ja. Weil ich glaube, mir wurde noch nie im Leben eine Story so oft auf Instagram. Zuletzt, als Bibi nicht mehr da war, ne? Ja, zuletzt dann. Zuletzt dann. Und jetzt nochmal, das war krass. Das Internet kocht, wir müssen reden. Hi Leute. Nur ein ganz kurzes Video. Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes posten. Ich hatte was Größeres vorbereitet. Aber das würde wahrscheinlich untergehen, wenn ich es jetzt raushaue, wenn das hier gerade passiert. Deswegen sprechen wir gerade mal kurz über Julian und Tanja. Hey, das ist richtig crazy. Die haben ihre Trennung bekannt gegeben. Beziehungsweise Julian hat die Trennung bekannt gegeben. Es gab aber schon so eine Story von vor ein paar Tagen, bevor Tanja jetzt abgetaucht ist, die ich auch noch mit euch durchgehen will. Weil da hat sich schon irgendwie gezeigt, dass irgendwas los zu sein scheint. Wenn man zum Beispiel jetzt auch aktuell auf sein Profil schaut, er hat ja die Bilder mit ihr vor ein paar Tagen gelöscht. Er hat sie auch genau aus der Bio. Wir waren gestern live, Leute, auf Twitch. Ja. Und dann schreiben, wir haben halt gezockt mit den Leuten und so. Übrigens, kommt gerne rein, wir heißen auf Twitch Reaction. Genau, wir zocken da sehr, sehr gerne mit euch und nehmen euch auseinander. Nein, Spaß. Ihr nehmt uns schon gut auseinander, aber wir versuchen mitzuhalten. Wir versuchen wirklich mitzuhalten. Und dann schreiben alle rein, ey, Julian hat alle Bilder rausgenommen. Ja, und ich habe erstmal nichts dabei gedacht. Und dann dachte ich so, ich warte lieber, bis wirklich ein Statement kommt. Und es kam ja auch ein Statement. Das direkt am nächsten Tag. Das meinten wir auch mit der Story, die uns die ganze Zeit geschickt wurde. Ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber auf jeden Fall, der Anfang, da stand, dass sie sich getrennt hätten, ist so, das ist der Hauptpunkt. Und Nico, wo bist du? Ja. Dann sind wir hier. Und das ist halt das Krasse, weil gestern dachte ich mir so, guck mal, wenn jemand Bilder rausnimmt, ja, wenn man in einer Beziehung ist, was bedeutet das? Schreibt es in den Chat. Ich finde das ein bisschen traurig, dass diese Social-Media-Beziehungen so sind. Du nimmst Bilder raus und direkt alle, oh mein Gott, ihr seid getrennt, du sollst ja schon. Ja, ich finde es auch kein Leck, wenn man anhand deiner Bio oder deiner Bilder sehen kann, wie dein Beziehungsstatus ist. Ja. Weil früher, als ich noch so in meiner Jugend war mit und 13. Meine Freundinnen waren alle so in Beziehung und dann konnte ich immer anhand deren WhatsApp-Bildern sehen, ob die gerade zusammen sind, als sie kein Bild drin hatten. Oder Status. Ja, dann waren die so in Pause und als sie Bild drin hatten, waren sie halt zusammen. Aber so waren wir alle. Deswegen. Alle. Aber das sind jetzt erwachsene Leute. Aber das sind erwachsene Leute. Das deswegen ist es ein bisschen anders. Ja, weißt du? Ja, safe. Entfernt. Da war für viele, glaube ich, schon so diese Spekulation im Umlauf, oh, kann es irgendwie eine Trennung sein, weil sie ja natürlich sich auch in der Social-Media-Pause verabschiedet hatte, kurz zuvor. Natürlich ist das aber auch so ein Ding bei denen, ne? Man weiß dann nicht so, oh, war das nur Promo oder nicht. Zum Beispiel Babys Rückkehr, ja, das war ja alles, während ich weg war. Deswegen habe ich auch nicht drüber geredet. Aber findet ihr das nicht auch spannend? Babys Rückkehr war offensichtlich ja auch nur eine Promonummer. Sie ist nicht zurückgekehrt. Stimmt, warte, wann war das? Am 1. Januar und wir haben bald April. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was laberst du? Wir haben darüber geredet. Ja, darüber, aber warum war das nur ein Promo-Move? Weil sie jetzt noch nicht zurückgekommen ist? Ja, er sagt jetzt aktueller Stand, Promo-Move, weil sie sagt Rückkehr, aber sie kehrt nicht zurück. Ah, das muss nichts heißen. Das muss nichts heißen, weil... Das würde ich nicht als Promo-Move hier betiteln. Eben, weil guck mal, sie hat Social Media halt 0,0% nötig. Wirklich, sie hat sich komplett abgesichert. Ja. Ich bin so stolz auf sie. Unsere Tochter hat es geschafft. Nee. Aber sie hat es im Januar, am 1. Januar hat sie es gepostet, Leute. Und jetzt haben wir bald den 1. April. Ja. Und vielleicht kommt sie dann und sagt, April, ich bin auch mit Julienko zusammen. Sie hat halt zufällig zum Launch dieser Firma von ihrem neuen Partner sich plötzlich wieder gezeigt, hat natürlich sehr viel medialen Trubel ausgelöst, hat natürlich Aufmerksamkeit auf die ganze Geschichte gelegt und dann hat sie sich aber trotzdem weiterhin verpasst. Ne? Also die wissen alle schon ja ganz genau, was sie da machen und wie man Aufmerksamkeit erregt, um natürlich vielleicht dann auch was zu verkaufen oder sonst was. Deswegen ist es auch komplett valide, wenn Leute da sich denken, ist das nur eine Masche oder ist es echt? Auffällig war natürlich auch, dass auf ihrer Seite zum Beispiel auch noch die Bilder online waren und nicht gelöscht. Also ich habe mir heute beide Profile angeschaut, nachdem ich die Story von Julienko millionenfach zugeschickt bekommen habe, dann bin ich halt auf sein Profil gegangen und da war halt wirklich nichts mehr drauf. Ja. Und dann gehe ich auf seinen letzten Post in die Kommentare und das ist schon krass. Also die Leute sind wirklich gemein, die sagen, ja, so und so und so und so ja, und so. Ja. Und bei ihr, also so nach Gefühl, sie kriegt viel mehr ab gerade als Julienko. Ja, bei ihr sind so die Leute, die sagen so, ja, endlich. Hast du wirklich gedacht, dieser ganze Luxus hält für immer? Oder dachtest du wirklich, diese Beziehung wird niemals in die Brüche gehen? Und endlich hat er dir den Schuss gegeben und so. Ich dachte mir so, tschüss. Leute haben gehofft, dass sie sich trennen und so. Das ist schon krass. Das ist schon crazy. Ich habe mir die Kommentare gar nicht durchgelesen, aber ich habe nur gesehen, dass sie ein Highlight hat mit so 3 Highlights oder so, wo so ein weißes Herz ist und da sind auch nur Highlights mit ihm drauf. Und dass jedes zweite Bild, kommt er drin vor,
Das ja, heißt, du kannst sie denkt, es klein machen, dann kann man es auch sehen. Ja, hier unten und hier sieht man die halt zu zweit. Aber zeige ich auch auf den anderen Bildern, ist er das dritte Bild oder das vierte Bild. Weißt du, nicht das Titelbild, aber er kommt drin vor. Dann denke ich mir so, würde sie alle Bilder löschen wollen, hätte sie, glaube ich, noch zwei Bilder oder so. Das Ding ist halt, Leute, wenn sie auch die Bilder löscht mit Julienko, okay, guck mal, hier, sie löscht das, das und das. Alles andere ist Werbung. Werbung für Trendyol. Werbung, 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 Werbung für Kalender. Hier ist, glaube ich, auch Werbung, das ist auch Werbung. Das sieht man auch an der Art. Siehst du, das sind immer die Outfits von Trendyol. Da hat sie Werbung gemacht, auch hier. Ja. Da hätte sie nur noch Werbung online. Ja. Das ist auch unpersönlich. Aber das ist das Ding, wenn du zu viel mit deinem Partner machst. Du musst auch eigene Deswegen Bilder posten, machen wir zum Beispiel selten. Falls du die Brüche gibst, oder wir haben wenn wir uns trennen, ne? Sparen und solche Sachen, ne? Deswegen, man wusste es nicht. Es war nicht ganz klar, aber wie es aussieht, ist es wirklich eine Trennung. Denn Julian hatte jetzt gerade eben tatsächlich diese Story hier gepostet. Und da meinte er, hey, genau die Story. Wollte mich kurz bei euch melden. Wie viele bereits mitbekommen haben, habe ich die Bilder mit Tanja gelöscht. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Aha, jeder geht zur Situation. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Er schreibt nämlich bei Bibi damals, Bibi hat sich von mir getrennt. Ja, ja. Und hier schreibt er jetzt hin, weil das wird ja alles durchdacht, bevor er das postet. Der schreibt nicht so auf Vlog. Der schreibt mit 10 Männern hinter sich. 1000 Kurden stehen hinter ihm und die gucken nochmal rüber. Und dann geben die weiter. Das sind 1000 Gedanken, bevor das in die Story gepostet wird. Und er sagt, hier, wir haben uns einvernehmlich getrennt. Bedeutet, beide. Beide sind auf demselben Stand. Dass beide sagen, waren damit einverstanden. Genau, beide sagen von ihrer Position aus, ja, ich will mich auch trennen. Aber bei Bibi hat er sich ja ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Opferrolle gestellt, hat gesagt, nee, das war die böse Bibi. Ich bin das Opfer, weißt du? Und deswegen wurde sie auch so krank gehatet. Dann hat sie natürlich Anschuldigungen bekommen, dass sie fremdgegangen sei, weißt du? Ja, ja, ja. Aber weißt du, was ich mich frage bei solchen Beziehungen? Und schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, falls ihr da Erfahrungen gemacht habt. Und zwar, wie ist das? Die beiden sind verheiratet gewesen, die sind ja 10 Jahre zusammen gewesen. Und jetzt haben die sich geschieden, beide haben einen neuen Partner. Ja. Ist das dann so, dass beide dann so gucken, ey, ich will mich nicht trennen, weil dann stehe ich als Verlierer da, weißt du? Ja. Weil dann habe ich schon die zweite Trennung, weißt du, was ich meine? Und dann könnte man so denken, ich bin irgendwie das Problem oder so. Ah. Weißt du, dass die so ein bisschen so gekämpft haben. Weil beide haben einen neuen Partner und die wollen ja beide sich nicht trennen. Ja, natürlich, weil wenn Bibi sich jetzt trennt von ihrem Timothy, genau, dann werden alle sagen, ja, siehst du, Bibi ist das Problem, schon 2 Männer verloren. Und wenn Julian sich von ihr trennt, ist jetzt der Fall, dann werden alle, also bestimmt nicht alle, aber einige denken, ah, es muss an Julian liegen. Ja. Erst Bibi, jetzt sie und die dritte wird wahrscheinlich dann auch, ja, weißt genau. du? Oder dass Bibi sich so denkt, hat wohl nicht geklappt mit der Tanja, weißt ja, du? Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ja nicht, kann ich glaub, da sein. Ich glaube nicht. Ja. Und andersrum, und ich weiß, ich treffe auch nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber ich versuche, an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ich habe euch alles zu verdanken und möchte daher transparent sein. Wahrscheinlich bin ich oft zu transparent und da ich ein emotionaler Mensch bin, teile ich auch oft Veränderungen, Lebenssituationen zu schnell. Bitte denkt nicht, dass alles, was ich mache, einen Grund hat und dass ich alles vermarkten möchte. Social Media ist nicht nur mein Job, sondern auch mein Ventil, mit dem ich Dinge verarbeite und ist seit über 10 Jahren ein großer Teil meines Lebens. Mich verletzt das ja alles gerade. Aber guck mal, er sagt ja gerade auch schon, und das ist saureif und so, weil der ist sehr ehrlich, Julienko. Ja. Der wirkt auch wie so ein ehrlicher Mensch, weißt du? Halt auch wenn es um Emotionen und sowas geht. Ich glaube, der babbelt da nicht so viel drumherum. Nein. Der sagt, ich teile meine Veränderungen und Lebenssituationen, die sich verändern und sowas, sehr schnell, schnell mit der Öffentlichkeit. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, 1 Milliarde %. Weil, guck mal, ich habe gesehen, dass er hat sein Bild von ihr kommentiert vor 2 Wochen, okay? Und jetzt postet er, dass sie getrennt sind. Ja. Bedeutet, war vor 2 Wochen noch alles gut? Oder war es geschauspielert? Oder war es so geschauspielert? Die waren schon so Richtung, ey, ich glaube, das klappt nicht mehr, aber lass mal noch so ein bisschen vor der Öffentlichkeit tun, dass alles gut ist. Ja. Weil wenn da noch alles gut war und die sich dann in den letzten 2 Wochen getrennt haben und er es jetzt schon postet, dann denke ich mir so, wow. Weil es kann ja sein. Es kann ja sein, dass es irgendwie in einem Monat wieder gut wird. Ja, manchmal oder denkst du, Woche. Manchmal denkst du heute so, ich will den nie wiedersehen. So ein Arschloch. Das haben wir auch schon 1000 Mal gedacht. Ja, so manchmal denke ich so, Bruder, ich habe nächstes Mal mit Toni zu tun. Am nächsten Morgen, hey, ich habe die Eier gemacht. In Herzform. In Herzform. Ja, normal. Warten im Wohnzimmer. Wirklich sehr und ich bin mit Raphael für ein paar Tage unterwegs und versuche auf andere Gedanken zu kommen. Danke, dass du immer für mich da bist, Raphael. Und natürlich auch meine Familie und meine anderen Freunde. Nur Liebe. Und dann verwendet er deren Signature weißes Herz. Ja, und eine Friedenstaube. Und hier wird auch gesagt, es sei einvernehmlich gewesen. Das ist auch so krass, weil dieser Raphael ist ja, der ist ja eng verwandt mit Bibi. Ich glaube, es ist ihr Cousin oder so. Und damals, als sie sich getrennt hatten, stand er ja sehr zu Julienko, was auch nochmal einen schlechten Ruf auf Bibi getan hat, weil alle gesagt haben, sogar dein Cousin ist halt lieber Julienko als dich. Das heißt, du bist das Problem, weißt du? Und jetzt, ich denke mir so, der war ja jetzt auch irgendwie auch mit Tanja befreundet. Jetzt sind die auch getrennt. Und dann steht da auch so, danke, Rafa, dass du immer für mich da bist. Denke ich mir so,
der hat einige Trennungen mitgemacht. Rafa, gell? Auf die Eins, Rafa, gell? Auf die Eins. Rafa ist immer da, Digga. Egal, Familie, nicht Familie, Bruder, der ist am Start. Ich schwör, danke. Also, guck mal, Leute kommentieren gerade, ey, aber die armen Kinder. Leute, das ist halt auch so ein Punkt, den man erstmal, an den man gar nicht denkt. Das aber müssen wir auch die besprechen. Kinder haben sich gerade so mit Tanja richtig angefreundet und die haben sie als sehr, sehr enge Freundin, die haben sie sehr ins Herz geschlossen bestimmt, ja, weil die waren ja fast immer zusammen. Ja. Und jetzt, dass die auch weg ist, ist bestimmt auch sehr belastend. Das ist das Ding, weil ich glaube, die waren jetzt ein Jahr zusammen, ja. Julienko und Tanja. Und die Kinder sind ja nicht immer bei Julienko. Die teilen sich das ja. Also Bibi, die sind immer bei Bibi, manchmal bei Julienko. Ja. Und immer als sie beim Papa waren, war Tanja da. Ja, ja. 90% der Zeit, würde ich mal sagen. Und jetzt ist diese Person auch wieder nicht da. Das ist nicht so gut für Kinder. Ja, safe. Weil mal sehen sie den Papa, mal die Mama, jetzt sehen sie ein paar Mal die Tanja, jetzt gar nicht mehr. Ja. Sie denken sich auch nur so, Bruder. Ich finde, man hätte da ein bisschen mehr warten sollen. Ich finde, wenn du ein Elternteil bist, ne, das können aber auch Elternteile, die vielleicht jetzt im Stream sind oder auch unten in den Kommentaren auch mal gerne sagen, was eure Sicht ist. Was ich oft mitbekommen habe, ist, wenn Leute schon Kinder bereits haben und nach einem neuen Partner suchen und dann vielleicht auch einen finden, dass die nicht direkt die Kinder damit bekannt machen, weißt du? Weil die müssen erst mal schauen, hält das lang? Ist es gut für die Kinder? Weißt du, weil stell dir mal vor, das zerbricht und dann suchst du wieder einen neuen und das zerbricht auch. Das ist ja nicht schlimm. Aber für die Kinder ist es voll stressig, weißt du? Aber Tanja ist ja sehr, sehr schnell bei ihm eingezogen. Ja, deswegen. Also in das damalige Haus von Bibi und Julienko. Ja. Und deswegen mussten die Kinder quasi auch mit ihr Zeit verbringen. Ja, aber das hätte man sich ein bisschen überdenken sollen. Ja. Sieht aus, als wäre es von beiden Seiten aus gewesen. Klingt natürlich auch anders, weil ich glaube, damals bei der ganzen Babysache, da hat er nicht über Einvernehmlichkeit gesprochen, oder? Da hat das, glaube ich, so ein bisschen dargestellt, als wäre sie einfach weg gewesen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ist auch schon 2 Jahre her. Wir wissen es ganz genau, ne? Wir wissen ja alles. Hey, Tanja und Julian waren jetzt einfach fast 2 Jahre zusammen. Schon crazy, wie schnell diese Zeit eigentlich auch vergangen ist, oder? Voll. Wie gesagt, hatte Tanja ja bereits vor ein paar Tagen eine Story gepostet, bei der einige Leute schon dachten, dass irgendwas nicht stimmen würde, denn sie hatte Folgendes gepostet. Das habe ich auch nicht gesehen. Hey. Okay, das habe ich auch nicht gesehen. Oha. Aber dafür, dass sie nicht so lange Social Media gemacht hat, wie Bibi, hat sie den besseren Hintergrund gewählt. Als Bibi bei ihrem Set. Einfach, sie wählt so einen Orangeton und dann weiß. Siehst du einfach gar nichts. Guck mal, die. Die macht ein bisschen farbenfroh, ne? Für die guten Gedanken im Kopf. Da werden auch schön die Gedanken hier ausgelöst. Und schwarz. Perfekt. Wow, ich kann alles lesen. Ich auch, das ist ich keine Kopfschmerzen. 1A. Krank. Habe ich nicht gesehen, die Story, deswegen wir reacten jetzt zusammen drauf. Erst einmal für ein paar Tage ab. Meine Panikattacken und Angstzustände sind so schlimm geworden, dass ich mich gerade nicht mehr in der Lage fühle, Stories zu machen. Ich möchte damit kein Mitleid von euch bekommen, nur ehrlich sein. Ich möchte vor allem, dass wir alle zusammen Spaß haben und ich euch Liebe und Freude bringe. Das bekomme ich gerade einfach nicht hin. Es tut mir leid. Melde mich, sobald ich mich wieder wohler fühle. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr habt ein tolles Wochenende. Ja, also das klingt... Glaubst du, dass das ein Grund sein könnte, warum die sich getrennt haben? Ja, den Trennungsgrund wissen wir jetzt nicht. Man kann so ein bisschen spekulieren. Um ehrlich zu sein, glaubst du, das könnte ein Auslöser gewesen sein? Weil ich meine, wenn das war meine Hose. Ja, das tut ja gerade so Furzgeräusch gehabt, ihre Hose, ne? Hose. Nein, aber glaubst du, dass wenn der Partner solche Panikattacken hat oder Angstzustände, dann denkt man sich so, ey, an allererster Stelle sollte man natürlich für den Partner da sein. Aber ich glaube, auf längere Sicht, dass ein Mensch, der das halt noch nie hatte oder nicht hat, diese Panikattacken, dass der das dann irgendwann mal zu anstrengend findet, weißt du? Glaubst du, das kann ein Grund sein? Das wäre natürlich voll scheiße, aber ich hatte Panikattacken so 1-2 Mal erlebt bei einer anderen Person und das ist schon sehr krass und auch Angstzustände und so, das sollte man wirklich nicht belächeln oder irgendwie so runterreden, das ist schon sehr, sehr krass und das kommt natürlich auch vom ganzen Social Media, die ganze Kritik, der Hate, die wird ja für alles auseinandergenommen, egal was sie macht, aber es liegt auch sehr oft war es auch leider berechtigt. Also die hat ja auch Werbung gemacht für alles Mögliche. Hier für diese Steine, die Depressionen und sowas heilen. Das war natürlich schon krass. Da hätte sie ein bisschen von ihrem Team, sie hat ja ein Management, ja. Sie hätte sich da ein bisschen beraten können. So ja, also so. Dafür, dass sie selber unter Panikattacken, Angstzuständen leidet, dann Leuten mit Depressionen sowas andrehen zu wollen, ist ja auch ein bisschen Doppelmoral. Ja, da denke ich mir auch so, nimm jetzt deine Steine, weißt du? Würde ich das jetzt sagen, würdest du dir auch dumm vorkommen. Ja, ja. So war es auch für die Leute, wo sie diese Werbung machen. Ja, die wirklich Depressionen haben, ja. Guck mal, Leute, jetzt ganz kurz meine Meinung zu dieser Trennung und sowas, ne? Ich finde es traurig generell, wenn Leute sich trennen und sowas, weil das sind Personen, die sich geliebt haben und eine Trennung ist immer scheiße. Mhm. Für jeden, außer wenn jemand toxisch war und so. Ob jetzt einer von den beiden toxisch war, weiß ich nicht, aber ich dachte immer, äußerlich passen die zusammen und die haben auch viel Spaß miteinander, weißt du, was ich meine? Ja. Man hat nur eine Sache gemerkt, das hat jeder in der Öffentlichkeit gemerkt. Julienko hat sich sehr, sehr stark verändert und ist sehr materialistisch geworden. Seit der Beziehung mit Tanja. Plötzlich trinkt der Klunker, Munker, solche Dinger, Privatjet, postet nur noch über seine Villa und Minder. Ja, aber auch äußerlich. Auch äußerlich. Auch äußerlich. Er war jahrelang, also 10 Jahre oder noch länger, war er mit Bibi zusammen, war er so ein bisschen dünner und so. Und es war so typisch Julian, lang und dünn, weißt du? Und dann
seitdem er mit Tanja zusammen war, sie war natürlich komplett durchtrainiert, war top in Form und er dachte sich so, fuck, ich muss auch in Form kommen. Hat viel trainiert und so und er hatte voll den Wand. Ich glaube, der hat 20 Kilo zugenommen an Muskeln und so auch. Ja, weißt du? Er hat sich ihr sehr angepasst. Ja, ja, ja. Weißt du, dieses ganze Klunker-Munker und alles teuer machen, ja. teuer. Und die hat ja auch nur Designer-Sachen ja. von ihm da quasi gekauft bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er hat sich stark durch sie verändert. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist gut, dass sie sich trennen, weil der bleibt wahrscheinlich jetzt so. Aber sie hat ihn sehr, sehr stark beeinflusst. Und ich finde es jetzt eigentlich auch traurig, dass sie getrennt sind, weil die sind jetzt in den nächsten Schritt gegangen, dass sie zusammen, glaube ich, ein Haus gekauft haben. Die haben sich eine Zukunft zusammen vorgestellt. Die haben auch über Kinder geredet, wie viele Kinder die wollen und so. Die hatten erst letztens auf YouTube, aber ich glaube, das Video hatten wir uns nicht angeguckt, da hat sie ihr Ankleidezimmer gezeigt. Ja, ja. Weißt du, die waren mittendrin. Ja, und stell dir vor, du trennst dich, während du gerade so ein nagelneues Haus ziehst ja. und dir eine Zukunft mit dieser Person vorstellst. Das ist ja, kelleck. Das ist schon sehr kelleck, ja. Auf jeden Fall schon mal so, als wäre nicht alles gut, beziehungsweise sie sagt das ja auch direkt. Aber sie hatte ja auch in der Vergangenheit schon darüber berichtet, dass sie so mit Angst und so ein bisschen ein Problem hat. Auch als dieses ganze Drama war, als Leute bei denen irgendwie vor der Tür nachts aufgetaucht sind oder so. Und hätte natürlich daran liegen können. Aber jetzt sieht es schon sehr danach aus, ne? Als würde es ihr vielleicht explizit auch wegen der Trennung schlecht gehen. Was ich richtig spannend finde, ist, ja, dass, das ich meine, zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das aufnehme, ist wahrscheinlich seit maximal einer Stunde oder so bekannt gegeben worden, dass sie sich getrennt haben. Und in der Zeit alleine hat sie bereits 2000 Follower plus gemacht, was ich so krass finde. Weil ich kann mich nämlich noch erinnern, ich habe drauf geschaut, 617.000 war am Anfang, als die Trennung bekannt gegeben wurde. Jetzt bin ich gerade nochmal auf ihr Profil, jetzt ist sie schon bei 619.000. Also ist crazy. Voilà. Die Leute warten. Lass mal trennen. Lass mal Julia nehmen und dann trennen. Natürlich jetzt auch gespannt, ob sie noch irgendwie was dazu sagt, weil bisher hat sie sich ja nicht explizit zu der Trennung geäußert. Werden wir mal sehen. Auch jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, hat sie nichts dazu gesagt. Hätte sie das, hätte ich das natürlich auch noch mit reingenommen. Aber so viel zu dem Ganzen. Glaubt ihr an die Trennung? Also ich denke, das ist echt. Ich denke wirklich, es ist echt. Auch wenn man mal auch in den Podcast und so von denen reingehört hatte, da gab es auch Episoden mit Tanja zusammen und so. Und sie Chat speziell wirkt jetzt auch auf. Sie hat jetzt 627.000. Er hat gesagt 617. Also sie hat 10.000 dazu bekommen, nur seit dem Statement. Ja, und Leute, guck mal, ich sehe gerade, dass er vor 2 Stunden noch was gepostet hat. Laber nicht, ey, das ist ja perfekt. Guck mal, ich kann das hier reinnehmen, seht ihr? Sollen wir dann einfach das hier nebenbei machen? Hier, ich gehe so, dann kannst du. Nein, ich mach's in die Mitte. Bleib mal du da. Okay. Ich mach's hier so in die. Ich füge es hier vor dem Mikro ein. Von ihm kam erstmal das hier, das hat Uniko gerade schon vorgelesen. Und jetzt noch was vor 2 Stunden. Hier, lies vor. Ich lese gerade viele Nachrichten und Kommentare und teilweise wirklich sehr schockiert. Das habe ich gemeint. Die Kommentare sind wirklich voll und das mit Hate. Also die Leute sind glücklich, dass sie getrennt sind. Ihr könnt euren Frust an mir auslassen, aber bitte verschont Tanja damit. Das habe ich auch gesagt. Sie kriegt viel mehr ab als er. Mhm. Sie ist eine tolle Frau und hat eure teils respektlose Nachricht nicht verdient. Ich distanziere mich komplett von bösen Hassnachrichten und bitte all die Menschen, die sie jetzt unüberlegt beleidigen, mir zu entfolgen. So etwas geht wirklich gar nicht und so Menschen möchte ich nicht in meiner Community haben. Oh. Okay, also er sagt, hört auf mit dem Hass. Ich bin nicht fertig. Ah, okay. Bedenkt bitte immer, wie verletzend Worte sein können und was man damit anrichten kann. Natürlich lese ich auch einige positive und aufbauende und liebevolle Kommentare und Nachrichten und dafür möchte ich mich vom Herzen bedanken. Okay, also er will einfach nur kurz darauf klar machen, neues Update, die sind getrennt, die Leute reagieren schlecht drauf und haten sie am meisten und er will das nicht mehr. Aber ich finde es einerseits natürlich auch trotzdem traurig, ne, weil die waren ein tolles Paar, Leute. Am Anfang war es natürlich komisch, weil Bibi war immer an seiner Seite, aber jetzt hat man sich dran gewöhnt. Wenn er jetzt wieder eine neue kriegt, Digga, dann braucht ein bisschen Gewöhnungszeit, Digga. Ja, zeig sie nicht direkt. Ich habe mich gerade an Tanja gewöhnt. Wie jemand, der es sehr unwohl damit wäre, mit solchen Dingen rumzuscherzen und da irgendwie, keine Ahnung, Promonummern oder sowas draus zu machen. Aber so viel dazu. Ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie das Video unnötig zu strecken. Was denkt ihr über das Ganze? Schreibt mir eure Meinung. Keine Sorge, das haben wir schon hingekriegt. Aber das Ding ist, wir sind eh so 2 quasi Strippen. Wir reden über jeden Scheiß so lange. Ja. Ich könnte jetzt noch eine Stunde drüber reden, aber ich kann noch eine Stunde, ja. Ich will jetzt niemanden voll labern. Ich habe nur noch einen Punkt, den ich nennen möchte. Ja, Mann. Denkt ihr, schreibt es gerne in die Kommentare, auch hier in den Chat, dass Tanja weiter mit Social Media macht, weil zum einen braucht sie, glaube ich, noch so einige Zeit, um da reinzukommen, weil sie viele, viele Fehler in der Vergangenheit gemacht hat. Sie hat einfach Reichweite bekommen, ohne was dafür getan haben zu müssen. Ja. Weil ihre Reichweite, Bruder, kriegt man vielleicht nach 10 Jahren, wo man hart jeden Tag Content macht und immer dranbleibt. Mhm. Und sie hat Drianko genommen und hat einfach die Reichweite so geschenkt bekommen. Ja, und dadurch war die Erfahrung null. Sie hat Reichweite ohne Erfahrung. Was glaubst du, ja oder nein? Dass sie noch Social Media da macht. Das Spannendste war ja immer, wenn sie was mit Julienko gemacht hat. Mhm. Werden sich Leute noch für sie interessieren ohne Julienko, wenn sie einfach nur ihr Leben zeigt? Ich glaube schon. Ich glaube, sie hat jetzt ein bisschen so diesen Geruch und diesen Geschmack vom schnelleren Geld, weil sie hat ja, to be honest, gell, sie hat ja nicht viel machen müssen, um diese Reichweite zu bekommen. Hat ja schon Tutti gesagt. Leute arbeiten Jahre dafür. Und für sie war es ja ein Pupsi-Klacks, ne? Natürlich hat sie auch viel Gegenwind bekommen, aber
trotzdem, das Geld war ja da. Und die hatten auf einmal geleakt, wie viel sie für die teuerste Kooperation bekommen hat. Und ich dachte mir so, wow, das ist einiges an Geld, weißt du? Und ich glaube, sie kann sich gar nicht vorstellen mehr, dieses normale Geld zu verdienen, weil sie jetzt schon in dieser Skala war, weißt du? Ich glaube, wenn du einmal richtig viel dieses Geld hast, dann willst du auch nicht loslassen, weil sie liebt ja auch diesen Lifestyle, weißt du? Ja, schon. Weil wir sind zum Beispiel jetzt gar nicht so in diesem Lifestyle, ich brauche jetzt nicht jeden Monat ein neues Auto, eine neue Uhr, neue Klamotten oder so, wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, sie mag das schon sehr gerne und einfach damit aufzuhören, glaube ich, ist auch schon ziemlich hart für sie. Deswegen mal schauen, aber wir werden mehr erfahren in Zukunft. Das war es erstmal mit der Reaction, Leute. Eben, wir werden es sehen. Wir werden einfach sehen, ob sie in ein paar Monaten noch Social Media macht und sowas. Ja. Erstmal like, kommentieren, abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Reaction. Ja, morgen um 20 Uhr. Tschüss.